Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Schalke, die Gäste stoßen an und die Partie geht los. Die Schalker in weiß mit hellblauen Absätzen von rechts nach links und die Wuppertaler in ihren dunkelblau-roten Heimtrikots. Merkt man in weiten Teilen auf jeden Fall. Ja, das kann man schon so auch. Und für die Innenverteidiger ist natürlich ein riesen Lerneffekt, wie sie gegen spielen werden. Ja. Super Pass. Boah, das war ein sehr, sehr starker Ball. Bulut, kommt er noch ran, umkurvt den Keeper. Oh, ja, und dann braucht er zu lang vielleicht. Der Ball ist noch heiß. Und das klären die Schalker. Beste Chance. Jetzt versuchen sie es irgendwie nochmal im Nachgang. Super Pass von Hagemann in die Schnittstelle. Ja, und dann rettet er da auf der Linie. Aber langsam war es eigentlich ein relativ munterer Beginn, auf jeden Fall. Ja, der Ball war aber auch stark und den kann er direkt nehmen. Oh, zu einfach. Das ist das 1:0 für Schalke 2. Mit einem langen Ball. Was für ein guter Pass und dann macht er es wirklich direkt. Boah. Ja, und dann ins kurze Eck. Yusuf Kabadayi, der eben schon mal da vielversprechend am Ball war und jetzt haut er ihn damit links direkt rein. Ganz cool gemacht. Ja, und dann sagt er, seid mal alle ruhig. Ja, und man merkt, Zuschauer ziemlich ruhig erstmal nach diesem Gegentor. Müssen sich erstmal sammeln, damit haben sie nicht gerechnet. Und jetzt aber die Chance. Also Wuppertal ist auf jeden Fall da. Das war wieder mal Lukas Demming, der da eben schon mal in gute Position gebracht wurde. Also würde es dann auch sagen, da so ansatzweise ist es schon auf jeden Fall gut. So der, man sieht die Gedanken quasi. Hatten zwei gute Chancen, die Wuppertaler. Und müssen halt hinter ein bisschen eine bessere Absprache finden. Gerade bei dem Gegentor, muss ich sagen, wieder. Das ist keine Absprache, siehst du, der Kopfball von Castelle. Das muss halt eine bessere Absprache gefunden werden. Van der Sloot steigt damit ein und jetzt haben sie vielleicht die Chance. Ja, er fällt, aber der Schiri sagt ganz schnell weiterspielen. Und du siehst das ein bisschen anders. Er berührt ihn auf jeden Fall. Okay, vielleicht. Ich sag's dir, er berührt ihn auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir die Szene gleich nochmal. Nach Videobeweis wäre es ein Elfer. Wenn es in der Box war, sage ich dir, wäre es ein Elfer. Okay, Schiri war sehr bestimmt. Sehr nah da auch, sehr nah dran. Ja. Beiz raus. Muss man. Und Tom direkt. Oh. Ah. Unglückliche Aktion. Hanke. Aber konnte das jetzt nicht ganz so gut sehen. Ja, war das jetzt verletzungsbedingt war oder direkt quasi ein Statement? Ja. Wird der Kollege Kessler sicherlich später erfragen. Und das heißt, da würde ich gerne nochmal sehen. Elfmeter und das sehen wir auf jeden Fall auch gleich. Ja, Cissé auch noch mit drin. Zeigt er kurz im Hage, dass er klein ist. Das ist nicht respektvoll, muss man sagen. Aber jetzt schauen wir mal kurz drauf. Nee. Achso, die heben die Hand zum Abseits, aber er berührt mit dem Hinterkopf oder nicht? Ja, das... Schwer, Ellbogen, ne? Ja. Sehen wir von hier, schwierig. Und jetzt Charlison Benchop gegen Paris. Benchop läuft an. Benchop! 1:1. Wuppertal wieder in der Verlosung. Wichtig, vor der Pause das Tor geschossen zu haben. Ja, super platziert. Da war Paris sogar
fast noch dran, wenn ich mich nicht irre. Wir sehen wir noch mal. Da guckt er ihn aus. Er ist in der richtigen Ecke. Ja, definitiv. Scharf geschossen. Ein bisschen mehr Ballbesitz dann für Wuppertal und die Schalker können dann halt gute Nadelstiche setzen. So wie jetzt wieder. Sogar in Überzahl. Treffender Ball. Giamfi. Und Grave kann sich so fast das erste Mal auszeichnen. Gute Chance. Gute Chance auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, ja, hier schon mal ein ganz vielversprechender Beginn. Gerkens, ja, Benchop, Gerkens lässt gut gemacht. Durch, Hagemann. Super und den muss gemacht. Er jetzt machen. Super gemacht von Tom. 2:1 für den Wuppertaler SV. Wirklich stark gemacht. Super Spielzug, top. Sehr schöner Spielzug. Und ja, deine beiden Spezies mit von der Partie hier. Einmal Gerkens, der hier super durchlässt und dann Hagemann. Der spielt den Keeper aus. Tom überragend. Ja, und dann ja, ist er handlungsschnell, der Hagemann. Und macht das Ding rein. Ein sehr schönes Tor. Terranzino, Gerkens. Terranzino habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, jetzt vielleicht mal Bulut, Benchop und Hagemann! 3:1. Die drei Wirbel vorne, die machen es gut. Ja, Bulut. Hage, 2 Tore. Gut gemacht, Benchop kommt nicht ganz ran, aber dann ist er eben Kevin Hagemann. Der Hage, den ich immer eigentlich gern kritisiere, ja, macht heute 2 Tore schon. Ja. Geht aber gut in die Box mit. Hat er vielleicht sogar hat er gespürt, dass du in der ersten Halbzeit nicht ganz zufrieden warst. Und jetzt hat er hier mit dem Doppelschlag gut reagiert. Wir schreiben die 59. Ja, auf jeden Fall auch schon sehr treffsicher in der Hinrunde. Boah, gewesen. Da haben sie gut zugepackt. Und da ist er schon. Da ist er. Und er versucht, ja, und das wäre fast noch gut gegangen für ihn. Ja, wollte ein schönes Tor. Ich sag, wenn er den Ball mitnimmt, spielen sie 2-1. Andreas Ivan wird zu gefällt. Zu aber Du sagst zu wenig, ne? Ja. Jetzt Bulut vielleicht auch Macheta, aber Paris fängt den Ball noch. Flachscharf. Ich bleib dabei, für mich unheimlich wichtiger Part in dem Spiel. Tom Gerkens, nicht nur, dass wir gemeinsam zusammengearbeitet haben. Ich muss sagen, macht wirklich ein gutes Spiel. Definitiv. Phil Beckhoff jetzt vielleicht nochmal. Wenn er den lang zieht. Aber nochmal eine gute Chance. Auf Saric vielleicht, auf den zweiten. Gegen Schalke und dann auch noch den Elfer, den sie dann selbst bekommen haben, die Wuppertaler. Dann ja, kamen sie immer mehr ins Spiel und nun steht es hier 3:1 und jetzt vielleicht machen sie nochmal das vierte, Gerkens. Ja, da hätte er fast seine super Leistung gekrönt, Tom Gerkens. Und die Partie ist abgepfiffen. Lasse Lüttke Kappenberg pfeift nach 93 Minuten die Partie ab. Und der Wuppertaler SV gewinnt 3:1 gegen die Zweitvertretung von Schalke 04. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.